Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich bin der Gunnar alias die fette Kette und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet zu einer neuen Review hier auf meinem Kanal. Heute Warfield Within mit Beast Inside. Da sind zwei Mitglieder von Panzerkrieg 666 dabei. Das Ganze ebenfalls von einer, die kommen ebenfalls aus Nordrhein-Westfalen. Mein Gott, gibt es seit 2005. Machen technischen Death Thrash Metal und ich würde sagen, wir legen direkt los und schauen einfach mal rein in den ersten Song Second Coming. Oh, geil. Oh ja, Mann, das ist so. Geil. Oh, ja, das ist so geil, Mann. Das ist. Geil. Ich höre es jetzt mit euch zum ersten Mal. Ich bin gerade total begeistert. Okay. Ich muss mal kurz mal so ein bisschen wegmachen, sonst könnt ihr mich nicht verstehen. Wir haben hier am Bass Thomas Fehlauer. Wir haben Daniel Sebastian Meisen an den Vocals. Der singt übrigens auch bei Panzerkrieg 666 dabei. Dann haben wir noch Chris Neumann, ebenfalls am Bass. Spielt jetzt Gitarre. Ebenfalls bei Panzerkrieg dabei. Dann haben wir noch Selim Karakok an den Drums und Felix Kautz an den Gitarren. Alter! Und die haben auch bereits erst zwei Alben, Inner Bomb Exploding und Beast in Zeit, was wir ja gerade hören. Aber der... Ich glaube eigentlich, dass Panzerkrieg, glaube ich, auch nur ein Nebenprojekt von zwei Leuten war. Glaube ich. Geiler Sound. Eigentlich will ich es durchlaufen lassen, aber ich muss mir das Ganze in Ruhe mal anhören. Ich würde sagen, lass mal zu Silencer gehen. Das ist der dritte Song. Oh, der Sound ist der Hammer. Wenn ich das hier so sehe, diese Schriftart, dieses Warfare Within, muss ich ganz stark an Call of Duty denken. An Modern Warfare. Ich weiß nicht warum. Aber es erinnert mich stark daran, aber ich finde diese Aufmachung cool, mit, auch mit diesem Spiel. Ich glaube, der da irgendwie raus. Er war irgendwie so sein Anglitz oder sowas. Ey, gut, Beast in Zeit passt ja dementsprechend. Aber ich finde es ganz cool. Er hat auch die Schriftart. Ach, das ist wirklich so. Das ist so The Death Metal, wo ich sage, das feiere ich. Generell dieser Technik Death Metal finde ich ja unfassbar angenehm. Ich würde sagen, wir schauen uns mal entspannt das Booklet an, während wir im Hintergrund Silencer laufen lassen. Oh, Alter. Ist aber auch geknüppelt. Ja, ist ein bisschen blöd, weil muss ich so halten. Sonst seht ihr nichts. Boah, also die würde ich mir auf jeden Fall live anhören. Die finde ich sehr geil. Geil, Mann! Oh, ich kann halt. Alter! Oh, jetzt würde er kurz vorm Krepieren stehen, ey. Geil. Ja, komm, wir gehen zu Chronic Habits. Der fünfte Song geht nur 2 Minuten 11. Dieser Anfang schon, wa? Dieses. Damn, geil. Das sind so Anfänge, wo ich sage, ja, man, da kriegst du mich einfach auch hier nochmal wunderschön und groß, dieses Warfield Within. Okay, mit diesem Strichcode sehe ich gerade, ne? Sehr cool gemacht. Finde ich gut. Auch wirklich, der Sound ist wirklich. Muss ich jetzt leider gestehen, nicht, dass Panzerkrieg irgendwie schlecht sind. Ich meine, eine ist Technik Death Metal, andere ist Black Metal, aber. Und mein Herz schlägt auch ein bisschen mehr für Death Metal. Muss man halt an der Stelle immer mal klar sagen, aber Hammer. Aber ich mag die Stimme. Die Stimme ist der Hammer. Geil. Fetzt auf jeden Fall. Aber hier haben wir auch nochmal. Können wir mal richtig vorlesen. Sebastian Meisen an den Vocals, genau. Christian Neumann in Lead und Rhythmusgitarre. Felix Lehmann, Rhythmusgitarre. Thomas Fehler am Bass.
von Selle Karakok an den Drums. Das Ganze wurde aufgenommen bei Robert Novak und Carsten Rehmann, CKP Recording. Der Hammer, es klingt wirklich geil. Ich würde am liebsten mit euch, das Album werde ich mir auf jeden Fall nachher noch selbstständig reinkloppen. Jetzt kommen wir zu Nihilism. Also der hier, der siebte Track, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Da sind wir gerade. Aber wir spulen mal ein bisschen vor, gehen mal so zur Hälfte. Ja doch, das ist so Death Metal, der mir persönlich richtig Spaß macht. Der ist nicht zu schnell, der ist auch nicht zu langsam, sondern einfach genau richtig von der Stimme her. Also die Instrumente machen einen richtig guten Eindruck. Der Rhythmus ist geil, die Stimme gefällt mir richtig gut. Ist halt nicht dieses brutale, durchgeknüppelte Death Metal, sondern ja, so eine leichte Abwandlung könnte man sagen. Also mir macht es richtig Spaß. Ich will euch natürlich auch das Innenleben von dieser Hölle nicht enthalten. Aber das fetzt mal so richtig. Also, Warfield Within, wenn ihr noch ein Inner Bomb Exploding habt von 2010, sagt Bescheid. Oder ein geiles T-Shirt von Warfield Within, sagt Bescheid. Alter, geil. Ich finde es halt auch gut, ne? Die Songs haben alle eine wunderschöne Länge. Manche Songs gehen halt so knapp drei Minuten, ein paar gehen 4 Minuten, ein einziger geht nur 5 Minuten. Das ist der nächste Track und das ist dann Hermit's Path. Und da schalten wir noch rein. Oh, ich mag das. Ich finde diese Anfänge, gerade so im Death Metal Bereich, die wirklich so, du klickst den Song an und kriegst direkt so geil. Könnte vielleicht sogar was für den Wolle von Rotten Noises TV sein. Ich glaube übrigens, dass der Adrian, ich habe es bei YouTube, gesehen, dass er dazu auch eine Review geschrieben hat. Ich glaube, ein Video hat er nicht immer. Ich glaube, er hat eine Review geschrieben. Wenn ich daran denke, verlinke ich euch das Ganze in der Videobeschreibung. Da findet ihr auf jeden Fall die Band Warfield Within. Schaut da auf jeden Fall rein. Unterstützt die Band mit Kauf dieses grandiosen Albums. Ich finde es geil. Ich denke, dass das ganze Album wirklich so geil sein wird. Ja, doch, das ist so, das macht Spaß, da kriegst du Bock auf mehr. Alter Schwede. Die Jungs gehen mal so richtig ab. Das ist so, ja, man glaubt es gar nicht. Ich komme mit Death Metal, wenn ich Death Metal höre, komme ich immer runter. Das klingt vielleicht total absurd, aber Death Metal bringt mich runter. Warum auch immer. Obwohl die Texte das ja eigentlich in der Regel nicht so hergeben. Aber gönnt euch das mal. Meine Fresse. Der Hammer. Also Leute, checkt Warfield Within ab. 2 Alben haben sie draußen. Ich glaube, die haben noch eine Demo. Live in Self-Destruction Video ist auch. Haben sie auch. Also, wenn euch das Ganze gefällt, kauft euch ein Album. Unterstützt diese Underground Band. Würde mich sehr darüber freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich an Warfield Within. Und auch an der Stelle an Panzerkrieg für die 2 Alben fürs Zuschicken. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Macht's gut, bis dann und tschüss.